Oh fuck, schon wieder keine Muni. Und da sind gleich zwei gesleckte Sporen. Geschleckte Sporen. Oh wow. Schleckerspore. Ah, diese Pleite, schade. Killt mal die Kleinen. Wollen wir uns mal über Schlecker unterhalten? Oh ja, das ist traurig. Ich verstehe bis heute nicht, warum Rossmann oder DM nicht die Chance genutzt haben. Sie haben selbst kein Geld? Was? Rossmann hat kein Geld? Weiß ich nicht. Ich habe mich nicht über Rossmann informiert, um ehrlich zu sein. Ach. Ja, die haben doch jetzt mit DM das Monopol. Ja. Sag mir nicht, dass es allgemein wissen. Woher soll ich das wissen, ob die Geld haben oder nicht? Ich arbeite nämlich bei denen. Naja, natürlich haben die Geld. Es gibt mehr als genug davon. Viele Leute sagen, sie haben Geld und haben es dann doch nicht, ne? Das gibt's ab und zu mal. Ja, aber ich auch glaube Unternehmen nicht, machen das. Schlecht sogar läuft. Staaten. Kennst du Griechenland? Nee, was ist denn das? Ach so, du meinst dieser große, der große Kredit da. Europa. Das ist so witzig, weißt du, wir haben so unterschrieben, die Staaten haben unterschrieben, dass sie den anderen nicht in solchen Situationen helfen. Ja, hat ja gut geklappt. Viel witziger, dass keine Sau mehr davon redet. Ja, es ist so, meh. Haben schon wieder alle vergessen, Griechenland, unser Freund. Hauptsache WM, EM. Das funktioniert übrigens immer. Was sie in der Zeit machen, während die WM oder EM läuft in genau, Europa an Politik, das gibt's nicht. Ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, dass das einfach nur deshalb eingeführt wurde. Ja, kann gut sein. Ich meine, wer weiß. Dass man die Leute in der Zeit mal ein bisschen ablenkt. So, oh, guck Fußball, ich habe keine Ahnung, was in der Politik los ist. Doch, aber keinen interessiert in dem Moment. Also würden jetzt viele Leute hier dieses Let's Play gucken, hätten wir eine Kommentarsektion, die einfach nur voller Hate wäre wahrscheinlich. Gott sei Dank sind es nicht sehr viele Aufrufe, Zuschauer, und dann gibt's keine Diskussion. Yay! Gott sei Dank? Ja! Was denkst du, wie anstrengend das ist, wenn irgendwie 5000 Leute in deinem Video rumdiskutieren und du die ganze Zeit Informationen darüber erhältst? Das ist richtig angenehm. Haut ihr mit? Nein, warte kurz. Da drüben ist was. Vielleicht ist da eine Kiste? Nee. Okay, du kannst von mir aus ruhig draufdrücken. Ich hol uns nur ein bisschen Muni, obwohl wir gerade was gekauft haben. Ja. Bodo. Nee. Kennt ihr das nicht? Die YouTube-Comment-Sektion ist bei manchen, also bei größeren Kanälen echt zum ja, in der Pfeife natürlich, rauchen. Die diskutieren da ja aber irgendeinen Scheiß. Ja, und wie aggressiv das vor allem immer abgeht. Das ist der einzige Grund, warum ein kleiner Kanal irgendwie cooler ist, weil die Leute sich alle irgendwie normal unterhalten können. Nee, ich glaube, du musst damit gut klarkommen, also du musst da eine Strategie für dich entwickeln. Ich glaube nicht, dass Leute wie Gronkh das sonst echt überstehen würden. Also es gibt den Ansatz, einfach die Kommentarsektion dann irgendwann zu blockieren, wenn es zu viel wird. Ich weiß nicht, das kann sehr kontraproduktiv werden. Die andere ist halt einfach ignorieren. Ich meine, du bist nicht dafür verantwortlich, was in deinen Kommentaren vorgeht, also unter deinen Videos. Von daher klappt das schon. Auch Leute, die irgendwie Unruhe stiften, am besten blocken. So kann man ja, am besten machen. Das geht halt so bei 5 Leuten oder so, die das ja, dann tun, aber nicht bei 500. Du kommst da nicht hinterher, aber das ist das Einzige, was du sinnvollerweise machen kannst. Ich bin der Meinung, es wäre eine coole Idee, YouTube-Moderatoren einzubauen. Also so, du kannst für deinen Kanal YouTube-Moderatoren dann ernennen, die dann deine Kommentarsektion reinigen können. Das wäre doch ganz praktisch. Kann man auch ganz schön viel Schabernack betreiben und irgendwie. Ja, du willst ja nicht irgendwen dann zum YouTube-Moderator machen. Das ist ja so, als würdest du jetzt sagen. Das sowieso nicht. Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Also, wenn du jemanden traust, dann kann der das für dich übernehmen, weil. Vor allem, manchmal ist da so Sachen, die direkt gegen dich gerichtet sind. Und manche Leute sind davon dann halt echt betroffen. Ey, Klasse Philipp, du bist voll scheiße. Ja, also, ich hab's noch nicht so schlimm erlebt, deswegen keine Ahnung, wie sich das wirklich anfühlt. Gleich unter all deinen Videos, dann sorg ich für. Ja, Klasse Philipp, du bist voll scheiße. Ich mein, wenn's nur eine Person ist, block ich sie einfach. Ich bin sofort draufgegangen. Kann mir mal einer erklären, wie das passiert? Oh. Das komische Pokémon, was ich fallen kann. Achso, Ditto. Ja. Fuck, ich hab nicht getroffen. Fuck, wo? Nein, mir hat jemand den Kill geklaut. Ito. Ja, wo ist Session? Warum kuschelt das Vieh mit Session? Mir? Da ist Session. Danke. Ey, das ist echt heftig. Endlich mal ein Gegner, der stark ist.
So, ich muss wieder nachladen. Könntest du das lassen? Ich habe viel Arbeit in diesen Plan von einer Jack-Kreatur gesteckt und du ruinierst ihn. Das ist eine Jack-Kreatur? Das macht mich so dermaßen. Ja, ich hab jetzt Dings 30 mal drauf geschossen. Ja, ich bin auch gerade dabei. Oh, er ist draufgegangen, sehr gut. Ja. Das ist gut gemacht. Hier sind immer noch Gegner unterwegs. 13.000 Schaden einfach. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe ein Medikit entdeckt. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt eine Heidenangst. Hey, ich habe 10.000 Herz durchbrochen. Ich habe ein Ersatzlabor. Du hast 10.000 Hell? Ja. Oh, da hast du ja mittlerweile mehr als ich. Was? Ja. Wirklich? Ich hab nicht so viel. Krass. Glaube ich. Ich guck so selten auf meine Heldanteile. Achso. Ja, ich habe auch 8.000 Schild. Ich bin ein bisschen mehr auf Schild gegangen. Ich habe nur 5.000 Schild. Ja, ich habe mich halt so ein bisschen darauf geskillt. Ja, mal gucken. Werden wir ja sehen gleich, wenn ich voll bin irgendwann. Ja, du hast bestimmt mehr. Warte mal, wo bist denn du? Ja. Bleib mal stehen. Da. Na, 10.700. Ja, und du hast du 600 mehr als ich. André ist schon wieder verschwunden. Ja, wir müssen jetzt hier gleich porten von Heilbrunnen. Ach so, okay. Kann ich hier die schöne Sonne genießen? Übrigens sieht man jetzt den Mond nicht in Violett, sondern in Gelb. Was Sinn ergibt. Weil überstrahlt und so. Violette Violetten sind Violett, Violett, Violett. 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 Jetzt kommt der Uwe. So. Jeopardy ist übrigens auch Content-ID, was echt unschön ist, weil das eine tolle Musik ist. Wer? Jeopardy, dö, und so weiter. Und so weiter? Wie? Na komm schon. Du kennst doch bestimmt die Jeopardy-Musik, oder? Ich glaube, ich habe die sogar mal abgespielt. Der gute Professor in seiner Dummheit mitgeteilt hat, besitzt er noch ein zweites Gen-Labor, versteckt im Wrack seines abgestürzten Schiffes der HSS Terminus. Jetzt müssen wir nach vorne hätten, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ausgemalt. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Das auch. Möge es dir helfen, viele Gegner zu nichts Gutes gewonnen. Rück ist die Dingstation gleich 2 Meter weiter. Komm bald wieder. Station? Ja, genau. Nein. Na. Nee, jetzt kommt wieder so ein Dings aus dem Boden gesprießt. Natürlich. Die Sprosse sprießt. Flo, du kannst schon mal vorfahren. Ich fahr dir da. Warte danach. Mal kurz, warte. André, du wartest nicht oder was? Es kann sich doch sowieso die Map wechseln. Kann einfach, oh. Einfach rüber und mach das schnell an. Ja, André kennt sich halt aus, ne? Zack. Yay. Brumm, brumm. Da ist der Mond auch nicht violett. Irgendwas stimmt da nicht. So. Yay. Crack. Ein Vorschlag. Crackity Crack. Meine Geheimwaffe bereits gefunden. Oh, das sieht cool aus. Crack. Es gibt auch keinen Grund zur Tür. Das Ding ist ein bisschen klein, ne? Das ist klein. Das da. Deiner. Don Chameleon oder was? Jo. Gegen sowas müssten wir mal kämpfen. Aber nein. Ja, wir haben doch schon mal gegen so ein Riesenvieh gekämpft. Ja, so groß war das nicht. Du meinst der Kammertyp da? Der war nicht so groß. Der war voll der Winzling. Crackity crack. Was? Crack! Nein, das heißt bang, das heißt bang. Ich nehme aber lieber Crack als statt Bang. Nein, ich nehm definitiv keinen Crack. Loser, und Außenseiter! Loser! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich frage mich wieso. Kann ich mir Flo helfen? Mein Skill ist gerade nicht aktiv. Beziehungsweise, plupp. Danke! Könnte mir jemand mit dem lebenden Medizinmann helfen, der heilt sich die ganze Zeit. Echt? Der den hier? Der hier, der mich gerade ansaugt. Achso, der. Fucking. Der da? Danke, ja.
Ich hatte so wenig Health, aber ich hatte mal wieder die Zeit zum Nachladen, ne? Die ich immer ewig, die sehr, sehr lange ist. So, jetzt hab ich's. Bleh. Lass mir den Kill, Session. Lass dir nicht den Tod. So. Ich kann euch sogar mit Raketen heilen. Wilder Krieger, boom. Bitte, der viel Life. Du meine Feuerwaffe rausholen. Jupp. Ich sollte vielleicht wieder auf meine anderen Waffen wechseln. Sind nämlich besser für diesen Fall. Mit der Pumpgun da einschießen. Sehr gut. Oh, ich mach 7 Schaden mit der Pistole. Wo ist die hin? Ist die Spore? Die ist unten zerplatzt. Die ist abgestürzt. Oh. Mayday, Mayday, wir stürzen. Jetzt ein Alarmsignal gehen los. Okay. Eine riesige Explosion, er kriegt überhaupt keinen Schaden. Brenn! Brenn! Ah. Ein Handsymbol. Mit einem Kreuz. James Hunt. Saruman? Brauner Hunt oder was? Ah ne, das war ein anderer, Entschuldigung. Was? Oh fuck, das wollte ich nicht. Flammen des Inferno? Oder ist Rang 10? Was auch immer das war. War das nicht ein Film, Flammen des Inferno? Bestimmt. Play gerade. Ich glaube, der war noch ganz schön kacke. Mag sein. Deswegen ist es hier ja auch nur ein Badass-Rangname. Nein! Sehr gut. Aha. Danke. Ah, irgendwo ist schon wieder so ein Voodoo-Mann. Voodoo-Medizin-Mann. Ja, der Elektro-Drop irgendwie. Ich mag die Typen überhaupt nicht, die haben so viel Magie. Ich finde die gut, die sind wesentlich mal ein bisschen eine andere Strategie braucht man da mal. Base Magic. Magie Strategie. Ist alles Iridium. Das sag ich euch. Alles okay, heißt nicht alles Iridium. Was ist denn mit dir kaputt? Wie geht's dir? Wie ist alles Iridium? Ganz Iridium. Die ist HIV positiv. Iridium? Das habe ich neulich in der Bar gesagt, die haben mich alle blöd angeguckt. Das war nicht so prickelnd. Ja, das ergibt Sinn, dass sie dich komisch angeguckt haben. Das kapiert keiner. Naja, es ist Berlin. Entschuldigung, da sollte man sowas gewohnt sein. Boah. Hilft ihr mir gegen die Spore? Nö. Okay, danke. Nimm den Medizinmann neben dir. Ist auch sehr nett. Ich meine, er ist schon explodiert, der Sporenmann. Aber da kommen wieder die kleinen, verdammten Minisporen. Hey, die explodieren sogar, obwohl ich den gleichen Schaden nehme, mit denen, gegen den sie resistent sind. Jetzt habe ich's. Reden und sich aufs Spiel konzentrieren ist immer noch nicht das Einfachste der Welt. Nee, gar nicht. Too viel Multitaskings. Jetzt sagen wir mal, was Schiff denn erreicht haben, dann langt das auch für Leute. Für Leute? Für welche Leute? Burschens. Wenn wir Schild recht haben, ist sowieso mehr oder weniger Ende. Ah. Spoiler! Dann können wir das auch noch durchziehen. Aber ich muss morgen auf schwanzloser Scale. Ey, hallo? Das ist eine Frau oder was? Wir machen uns hier vielleicht über Minderheiten lustig, aber nicht über solche armen Leute. Das sind keine Leute, das sind Scallions. Das ist was anderes. Na Galien? Und, die haben auch Rechte. Nein, haben sie nicht. Rechte Füße vielleicht.
Scallion klingt wie ein hochskaliertes Alien. Oder Scallion, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Skylion! Scallion? Das seucht der Scallion. Nein, Skylion. Skylion. Das ist ein Skylion. Ein Skylion, okay. Ein Luftlöwe, ein Skylion. Nee. Oh fuck. Killt den Medizinmann, er ist zu medizinisch. Deine Zeit ist